willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man so einen geilen Raketenständer baut. Und was ihr dazu benötigt, zeige ich euch jetzt. Ihr braucht einen Holzbock, solche Clips für die PVC-Rohre, in meinem Fall zwei Packungen, ein paar Bretter, passend für euren Holzbock, ein paar Schrauben, egal welche Marke, und ihr braucht PVC-Rohre. Ich habe sie jetzt schon mal auf 40 cm Länge zugeschnitten, waren 2 Meter Rohre, 2 Stück, also 40 cm, 10 Rohre. So, ich habe jetzt schon mal die Bretter montiert, die untere Platte dient mir als Abstandshalter einfach. Und jetzt montieren wir die schönen Clips für die PVC-Rohre. So sieht das ganze Ding dann fertig aus. Und selbst mit Raketen eine Afiku. Den Test werdet ihr dann, ich denke mal, eventuell gleich an Silvester sehen. Vielleicht lade ich Silvester den Test schon hoch, sonst, ich denke mal, Mitternacht oder 1. Januar. Je nachdem, wenn ich mal Internet kurz habe, kann man das ja mal machen. Dieser bietet jetzt Platz für 10 Raketen. Man könnte auf der anderen Seite nochmal das gleiche bauen, da hätte man Platz für 20 Raketen. Ich denke mal, der Platz reicht jetzt für größere Raketen definitiv aus. Der Preis von dem ganzen Ständer beträgt ca. 11 bis 12 Euro, je nachdem, wo man die Materialien einkauft. Ich meine mal, Holz und so hat ja jeder zu Hause liegen, sonst kosten die auch plus 2, 3 Euro. Das geht auch. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und dann sehen wir uns bei einem weiteren Tutorial eventuell bald wieder. Bis dahin, viel Spaß!